Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich mache mal Licht noch zusätzlich an. Ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Und zwar habe ich hier das H365 Newbie. Da habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich das mal vorstellen wollen würde. Habe ich gesagt, na klar, weil ich wollte sowieso ein neues Headset kaufen. Für meine Tochter, für ihre PlayStation. Die brauchen neues. Weil bei ihr ist irgendwie ein Wackelkontakt drin. Irgendwie die linke Seite geht mal und mal geht sie gar nicht. Und das Mikrofon knackt und rauscht, sagen ihre Mitspieler in Fortnite. So, dann machen wir euch mal nach unten. Ich kann das jetzt aber so noch nicht richtig testen, weil die Kleine, also die Große, ich sage immer noch Kleine, obwohl sie jetzt mittlerweile die Große ist. Das soll sie ja zu Weihnachten kriegen. Und ich muss halt gucken, wie ich das testen kann, wenn sie halt nicht da ist. Sonst fällt das ja auf. Ja, und das ist halt auch ein kleines Schnucklied, was man auch für unterwegs nehmen könnte. Ja, das wird nicht nur ein Unboxing. Wir werden gleich Hardware durchmachen mit, weil Unboxing wäre jetzt hier schon vorbei. Das ist ja auch Quatsch. Also machen wir Hardware gleich mit. So, wir haben einmal zum H360 Telefon-Headset. Ja, kann man auch für Konsole nehmen. Steht auch hier drin. PS4, Mac, Gamepad, Tablet, iOS. Kann man überall mit Klinke anschließen. Das werden wir uns gleich angucken. Was für eine Klinke. Das nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Kann so in Schubfach packen. Ganz schmal. Ganz cool. Vom Optischen finde ich es auch okay. Schön langer, ist fest, ja. Schön langer Arm für das Headset, also für das Mikrofon. Finde ich immer sehr gut. Dann hat man es halt nicht direkt am Mund. Man kann sich halt so weit wie möglich am Mund ranklatschen. Aber empfiehlt sich nicht. Am besten halt immer so ein bisschen was weiter weg und dann so eine leichte Biegung Richtung Mund. Reicht komplett aus, das ist schon zu viel. So, dann haben wir hier die Ohrhörer. Hier auch. Und halt ein Kabel mit dabei. Und der hat ja drei schwarze Striche. Das heißt Stereo plus Mikrofon. Ein Strich ist Mono, zwei Striche Stereo und drei Striche wäre Stereo mit Mikrofon. Das sind halt die Kanäle. Auch vergoldet. So, dann gucken wir mal an, was da noch mit bei ist. Mal das Heft hier wegpacken. Ach, wir haben sogar einen USB-Adapter mit bei. Stimmt, war ja vorne auf der Verpackung. Da haben wir praktisch dann. Können wir den Klinkekabel, wir können den Klinkekabel direkt in die PlayStation, also in den Controller machen oder wir machen den hier ran, so, und machen den USB dann in die PlayStation oder PC rein. Ne? Und dann haben wir dann hier, hier steht ein Newbie drauf, haben wir dann halt hier laut, leise, was wir machen können. Wir haben Mikrofon stumm schalten, ist hier unten. Und das obere ist Kopfhörer stumm schalten, also laut, leise in der Mitte, Mikrofon unten, Kopfhörer oben. Ist gut aufgeteilt, weil Mikrofon ist ja unten am Kopf und Kopfhörer halt bei den Ohren, also von der Höhe passt das und hier in der Mitte laut und leise. Ist eine gute Anordnung. Ist alles Plastik. Klappert auch ein bisschen, aber das hat halt nicht viel zu sagen. Ich habe für einen Kollegen letztens ein Headset geholt. Was er unbedingt wollte, das hat noch mehr geklappert und das hält immer noch. Ja, neulich. Anfang des Jahres und der hält immer noch und hat einen super Klang und er ist mega zufrieden und das Mikrofon ist auch schön laut, dass man auch dann hört, wenn wir dann mit der Kleinen zusammen Fortnite-Wochenende spielen. Oder der Großen. Oder wir beide zusammen spielen einfach nur, ich höre ihn sehr gut. Ja. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Also. Ist halt wirklich nicht viel dran.
Das ist halt ein kleines, schnuckliges Headset, was dafür alle möglichen Sachen nutzen könnt. Was ich halt gut finde, dass der Adapter wenigstens mit bei ist. Da können sich einige andere mal eine Scheibe von abschneiden, wo er denn nicht mit bei ist oder extra Geld bezahlt werden muss dafür. Achso, die Anleitung werden wir uns mal angucken. Die ist ziemlich dick. Hier steht auch nicht drauf, welche Sprachen. Ah doch, hier vorne Englisch. Deutsch. Französisch. Espanol. Italienisch. Das müsste das eigentlich sein. Nee, hier ist noch was. Das könnte Russisch sein oder Polnisch. Nee, Polnisch ist das nicht. Das müsste, wenn einer von euch das weiß, kann er mir gerne mal sagen. Ich glaube, das ist Russisch, oder? Müsste Russisch sein. Ach, und dann hier Chinesisch ist noch mit bei. Ich glaube, dass es Chinesisch ist. Ja, da sind die Seiten ein bisschen knapper als bei Deutsch. Also Deutsch hat mehr Seiten. So, wir gucken jetzt aber nochmal den Tragekomfort an, bevor wir alles wegpacken. So, ich bin mal gespannt. Ist jetzt auch nicht so groß. Oh, Metall. In der Mitte Plastik. Finde ich gut. Da ist Metall. Und hinten ist halt... Kann man nicht schlecht sehen, hier ist halt Plastik. Also ich habe jetzt auf der größten Stufe, oder? Ja. Und ihr seht, selbst bei meinem Dickschädel, da ist noch massenhaft Platz nach oben. Also es sitzt ganz angenehm auf den Ohren, also nicht zu klein, nicht zu groß. Also selbst mit den Ohrringen habe ich keine Probleme. Mikrofon gucken wir uns mal an, ja das, damit das nicht im Sichtfeld ist, halt unten drunter. Weil mich nervt das, wenn das dann halt das Mikrofon die ganze Zeit hier vorne ist. So, sieht man es? Ja. Also so, der Tragekomfort ist ganz gut, auch schön weich, auch von oben. Ich höre trotzdem noch mein Umfeld, höre mein Umfeld gut. Also es sind jetzt nicht so, dass die dann so drauf sind, dass das alles abschirmt, nee. Was halt auch sehr gut ist, wenn man es draußen benutzt, dass man immer noch den Verkehr zum Beispiel mitbekommt. Ja, ich kann es bei meinem Headset, bei meinem Handy leider nicht testen, weil ich habe keinen Klinkeanschluss mehr an meinem Headset dran. Sonst hätte ich gesagt, ich baue das bei mir an. Und ich finde meinen Karton gerade nicht. Ich habe den weggepackt, damit er nicht abhanden kommt, mein Karton. Wegen diesem Adapter. Und jetzt habe ich ihn so gut weggepackt, dass ich den Karton nicht wiederfinde. Das klingt so doof, ey. Ich hoffe nicht, dass ich ihn in den Keller letztens gebracht habe. So, mal gucken. Geht andersrum. Doch so rum. Ach so, hier kommt das Mikro. Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich die richtige. Bisschen friemlich hier drinne. So, so ist es denn da drinne im Karton. Ich werde auch gucken, dass ich es halt die nächsten Tage mal benutze. Und dann kommt davon noch ein
Fazitvideo, wie es sich nach ein bisschen Testen benutzt. Ich muss es dann noch verpacken. Soll ja für Geburtstag sein, Weihnachten sein. Aber wir müssen es erstmal wieder verstecken. Im Schrank. Weil ist ja Geschenk. Moment. Meine Frau, Moment. So. Achso, ist ja nicht der Anfang, ist ja der. Ach, ich habe ja nur kurz unterbrochen. Das war meine Frau, nur um mir Bescheid zu sagen, dass die Zeiten vom Kindergarten von der Kleinen sich ja geändert hatten. Wusste ich ja, ich habe sie ja die letzten Tage abgeholt, aber meine Frauchen ist gerade ein bisschen verplant. Die ist ein bisschen durch von der Arbeit. Nach 2 Tagen 12-Stunden-Schichten und in der Nacht nur 2-3 Stunden schlafen, wenn überhaupt, das ist auch kein Wunder. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich habe das schon weggepackt, sodass die Große das nicht findet. Ich werde es in den nächsten Tagen testen. Ich weiß nicht, ob ich das Video vorherzeitig online schalte oder ob ich das erst nach Weihnachten mache, wenn ich es und die Große das testen konnte. Aber ich denke mal, das werde ich vorher online schalten und dann irgendwann nach Weihnachten vielleicht das Fazit, wenn wir dann ein bisschen länger testen konnten, ob die Gesprächsqualität gut ist. An meinem kann ich es leider nicht ranmachen. Ich habe hier halt nur einen USB-C-Anschluss. Ich habe am P30 Pro kein Dings und ich finde meinen USB-C zu Klinkeadapter nicht mehr. Ja, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt weg. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durch heute. Ich hatte gestern einen über 8 Stunden Stream auf Twitch. Ich habe Assassin's Creed Valhalla gesuchtet wie ein Bescheuerter. Ach Gott, ich bin auch. Oh Gott. Und morgen kommt ja die PS5. Heute muss ich bezahlen ins Bett. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen im Livestream, in den nächsten Videos. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.